I am offended that our children are not receiving affordable gender reassignment surgery along with hormone blockers and access to abortions. This alone is a threat to our democracy. Aufgeklärt wird auch über Oral- und Analverkehr, Spermaschlucken und einen neuen Puff für alle. Die langweiligen, oft einschläfernden Naturfilme im Unterricht sollen durch das Sichten von Pornos und pornografischen Bildern ersetzt werden. Dein Kind wird in Zukunft im Umgang mit Dildos, Liebeskugeln, Lederpeitsche oder Handschellen ausgebildet werden. Solltest du das nicht glauben, musst du dieses Video unbedingt bis zum Ende gucken und es teilen. Das ganze System lebt eigentlich davon, dass die Menschen nicht wissen, was wirklich getan wird. Von Verschleierung und von Täuschung. Den Eltern wird suggeriert, das Säuglingsgehirn, dem würden irgendwelche Entwicklungschancen genommen, wenn es sich nicht in einer Kinderkrippe mit Frühförderungsprogramm aufhalten darf. Die ganze gesamte Bildungsforschung sagt das Gegenteil. Die Kinder zwischen 1 und 3 Jahren brauchen nicht Bildung, sondern sie brauchen Bindung. Und nicht gebundene Kinder können nicht gebildet werden. Und das sieht man auch ganz deutlich. Bundesländer mit den üppigsten Ganztags- und Krippenangebot haben die meisten Schulabbrecher. Durch diese frühzeitige, politisch gewollte Trennung der Eltern von den Kindern werden diese Kinder traumatisiert. Manfred Berger leitet die Erzieher dazu an, die Onanie von Kindergartenkindern zu fördern. Oder es heißt in der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, es ist ein Zeichen der gesunden Entwicklung eines Kindes, wenn es die Möglichkeit, sich selbst Lust und Befriedigung zu verschaffen, ausgiebig nutzt. Es heißt im Gesetz, Paragraph 100 hier im Schulgesetz von Baden-Württemberg, die schulische Sexualerziehung muss altersgemäß sein. Nach dieser Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung heißt das Selbstbefriedigung zwischen 0 und 4 Jahren, Homosexualität zwischen 4 und 6 Jahren, Empfängnisverhütung zwischen 6 und 9 Jahren, Genderorientierung zwischen 9 und 12 Jahren und Sex zwischen 12 und 15 Jahren. Das ist die altersgemäße Sexualerziehung. Da heißt es dann in einem Buch, das Standardwerk sozusagen für Sexualpädagogik, was ist Liebe? Zur Auswahl stehen unter anderem mindestens jeden zweiten Tag Sex haben, mit anderen ins Bett zu gehen oder Oralverkehr. Was halt so ansteht im Sexualleben eines 12-Jährigen. So auf diese Süddeutsche Zeitung. Dazu gehört auch zur Veranschaulichung Plastikpenisse, Plüschvagina und Kondome, detaillierte Darstellung sexueller Handlungen und erzwungene Verbalisierung von sexuellen Vorgängen im Klassenverbund. Im Grunde ist es eine Erziehung zur Eheunfähigkeit, denn die Kinder müssen sich sagen, Schule bereitet mich darauf vor, Geschlechtsverkehr zu haben, das tun ja alle. Aber mit jeder zerbrochenen Beziehung nimmt die Bereitschaft zur Bindung ab. Schließlich degeneriert der Sex zu einer rein körperlichen Befriedigung und die Jugendlichen sind eigentlich unfähig, Beziehungen einzugehen. Das Standardwerk für diese Sozialpädagogik will durch Praxismethoden Kindern beibringen, wo der Penis sonst noch stecken könnte. Aufgeklärt wird auch über Oral- und Analverkehr, Spermaschlucken und einen neuen Puff für alle. Und das sieht dann so aus, in der virtuellen Auktion sollen Gegenstände versteigert werden, unter anderem Kondome, Potenzmittel, Handschellen, Aktfotos, Vaginalkugeln oder Leder. Oder so sagt das Christian Weber von der Süddeutschen Zeitung, was sich 14-Jährige halt so noch von Oma und Opa zum Geburtstag wünschen. Trotzdem sollen jetzt sozusagen die 14-Jährigen in einer virtuellen Auktion Gegenstände für 7 Parteien eines Mietshauses ersteigern, darunter ein schwules und ein lesbisches Paar mit 2 Kindern. Es sind alle möglichen Lebensgemeinschaften, aber eine Kleinfamilie mit Vater, Mutter und Kind kommt in diesem Haus nicht vor. Schülern wird vermittelt, dass ihre und die Lebensweise der großen Mehrheit veraltet und die Lebensweise von Minderheiten das Normale sind. Dann heißt es, die Geschlechtserziehung wird fächerübergreifend durchgeführt, auch Paragraph 100 Schulgesetz. Und es sieht dann so aus, im Mathebuch ist ein Haus eingezeichnet, in dem 2 Frauen wohnen, die bisexuell leben und ein Kind adoptiert haben. Dazu gibt es dann eine Textaufgabe. In dem Buch sind noch andere Häuser, viele Häuser aufgezeichnet, aber in keinem davon wohnen Vater, Mutter und Kinder. Jetzt kann man sich fragen, wozu, was soll das Ganze eigentlich am Ende bringen? Was ist das Ziel dieser Geschichte? Und das Ziel, so sagt das Volker Zastrow in seinem Buch Gender, das Ziel greift hoch hinaus. Es will nicht weniger als die neuen Menschen schaffen, und zwar durch Zerstörung der traditionellen Geschlechterrollen. Zu dieser Zerstörung der Geschlechterrollen gehört einfach auch die Zerstörung der Identität. Judith Butler, wenn man so will, die Chefideologin dieser Bewegung, hat in ihrem programmatischen Werk Gender Trouble, Feminism and the Subversion of Identity das Ziel eigentlich direkt vorgegeben. Subversion of Identity, Zerstörung der Identität. Und die Kasseler Professorin Elisabeth Trüder verfasste mit einigen Kollegen zusammen dieses Standardwerk Sexualpädagogik der Vielfalt. Und als Methode möchte Frau Tweeder und ihre Mitstreiter ausdrücklich die Verwirrung und die Veruneindeutigung angewendet wissen. Das ist das Ziel all dieser Lehrbücher, die da in den Schulen kursieren. Es ist schon ein unglaublicher Vorgang, wenn man sich das mal vorstellt. Diese Ideologie, die unsere gesamte Gesellschaft verändern soll, sie wurde als Hidden Agenda, ohne jemals das Parlament oder die Bevölkerung aufzuklären oder gar zu fragen, an allen demokratischen Institutionen vorbei, per Kabinettsbeschluss für alle gesellschaftlich bedeutsamen Institutionen verbindlich eingeführt. Alle Institutionen sind verbindlich verpflichtet, das durchzusetzen. Vorbei an der ganzen Bevölkerung. Kein Mensch weiß, worum es geht. Das Ziel dahinter ist die Lufthoheit des Staates über den Kinderbetten, so der kinderlose Olaf Scholz damals. Der Staat bestimmt, wann die Kinder schulpflichtig werden, Tendenz immer früher. Der Staat bestimmt, wie lange die Kinder täglich die Schule besuchen müssen, Tendenz Ganztagsschule. Der Staat bestimmt die Unterrichtsinhalte und Erziehungsziele, Durchsetzung der Gender-Ideologie. Und der Trend ist eindeutig. In den meisten Grundschulklassen sind es höchstens noch eine Handvoll Kinder, die mittags zu Oma oder Opa oder sogar noch seltener nach Hause zu Mama und Papa gehen.
Kita- und Ganztagsschulen sind für mich, so sagt das Josef Kraus, Präsident der Deutschen Lehrerverbandes, Symptome der fortschreitenden Verstaatlichung und Kollektivierung der Erziehung. Es geht ganz eindeutig darauf, die Eltern aus der Erziehung rauszudrängen und letzten Endes den Staat machen zu lassen. Und da stört natürlich die Familie bei dieser ganzen Sache. Der Kinderwertmonitor der UNICEF hat gerade 1000 Mädchen und Jungen im Alter von 6 bis 14 Jahren befragt und 98% von ihnen sagten, dass ihnen die Eltern die Werte am besten vermitteln. Und das ist natürlich tödlich für eine solche Ideologie. Also ich muss sozusagen, wenn ich diese Ideologie durchsetze, muss ich die Kinder möglichst früh und vollständig von den Eltern trennen. Deshalb, so heißt es in einer inoffiziellen Handreichung zur Sexualerziehung, deshalb brauchen wir die sexuelle Stimulation der Schüler, um den Autoritätsgehorsam einschließlich der Kinderliebe zu den Eltern gründlich zu beseitigen. Die Kinder sollen sexualisiert werden, damit sie sozusagen abgekoppelt werden von ihren Eltern. Das heißt, der seiner Identität beraubte Mensch wird beliebig lenkbar, abhängig, unmündig und führungsgläubig. Und ein Schwede, der das erlitten hat, der sozusagen gegen diese ganze Politik und auch gegen den gesellschaftlichen und finanziellen Druck, auf den er ausgesetzt war, seine Kinder zu Hause erzogen hat. Er schreibt dann, ich habe in diesem System viele Jahre verbracht. Ich habe dieses System unter allen möglichen Gesichtspunkten untersucht und kann keinen Gewinner dabei ausmachen als diesen. Einen modernen, säkularen Staat, der seine Bürger allmählich umformt, damit sie ein totalitäres System akzeptieren. An dieser Stelle sind wir jetzt. Und ich glaube, wir haben noch eine Tür offen, zu sagen, jetzt ist Schluss damit. Es gibt in jüngster Zeit mehr und mehr Fälle von Eltern, die lieber ins Gefängnis gehen, als für die versäumten Kollektivsexualstunden ihrer Kinder zu büßen. Aber noch immer ist das Vertrauen der Deutschen in den Staat und das Schulsystem so groß, dass am Wegesrand eben noch die große Mehrheit schlummert, getreu dem Motto, so schlimm wird es doch nicht sein. Das heißt, so mit Gabriele Kubi, wir brauchen eine starke und mutige Bewegung in jedem Land. Denn es geht hier letzten Endes nicht um irgendwelche Nebensächlichkeiten. Es geht um die Grundlagen der menschlichen Existenz. Es ist ein Kampf für die Würde des Menschen, für die Familie, für unsere Kinder, letzten Endes für unsere Zukunft. Dankeschön. Es war einmal der Biologieunterricht, der sich auf anatomische Unterschiede beschränkte und darauf, wie die Babys entstehen, was man tun muss, wenn man für diese nicht bereit ist und wie man sich vor ungewollten Krankheiten schützen kann. Nicht mehr ganz zeitgemäß? Das dachte sich auch die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, und legte Standards vor, die sich in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in Deutschland zu einem Bildungsplan mauserte. Die Standards der WHO sollen jedoch in ganz Europa fächerübergreifend durchgesetzt werden. Das betrifft allein im deutschsprachigen Raum über 15,6 Millionen Kinder, die in Zukunft im Umgang mit Dildos, Liebeskugeln, Lederpeitsche oder Handschellen ausgebildet werden. Wo passt welcher Gegenstand hin? Wie richte ich ein Bordell ein, welches allen Menschen aller sexuellen Neigungen gerecht wird? Das sind knifflige Aufgaben, denen sich die Kinder stellen dürfen. Die langweiligen, oft einschläfernden Naturfilme im Unterricht sollen durch das Sichten von Pornos und pornografischen Bildern ersetzt werden, um einen verantwortungsvollen Umgang in diesen zu lehren. Frei nach dem Motto, 80% der Grundschüler sind bis Ende der Grundschulzeit mit Pornografie in Kontakt gekommen, deswegen müssen sie vorher wissen, was auf sie zukommt. Das ist ungefähr so intelligent, als würde man sagen, da Kinder bis zum Ende ihrer Schulzeit mit Drogen in Verbindung kommen werden, sollte man ihnen jetzt schon mal Drogen geben, damit sie wissen, was auf sie zukommt. Deswegen schlägt die WHO eine sexuelle Früherziehung im Kindergarten und in der Grundschule vor. Das gegenseitige Berühren und Doktorspiele sollen den Kindern die äußeren Unterschiede vermitteln. Alles über frühkindliche Masturbation und die Lust, den eigenen Körper und die Genitalien zu entdecken und weitere fragwürdige Inhalte sind in den Standards der WHO nachzulesen. Wer steckt hinter der Ausführung dieser innovativen Ideen? Was Deutschland betrifft, so gehören die 5 Autoren des Praxisbuches Sexualpädagogik der Vielfalt, welches für den Unterricht genutzt werden soll, der Deutschen Gesellschaft für Sexualpädagogik und dem angegliederten Institut an, welches nach eigenen Definitionen das Qualitätssiegel für Sexualpädagogik verleiht. Mitbegründer und Mentor ist Uwe Sielert, Professor für Pädagogik in Kiel. Sielert ist der Vermittler einer Gender-Sexualpädagogik, mit der er 3 Lebensumstände entnaturalisieren möchte. Die Kernfamilie, die Heterosexualität, die Generativität. Das Gender-Mainstream-Programm kann man im Informationsdienst der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung nachlesen. Die Gender-Ideologie, die hinter der Sexualpädagogik der Vielfalt steht, ist brisant, aber nicht neu, auch wenn sie erst jetzt in unsere Schulen schwappt. Ihren Durchbruch erreichte sie bereits 1995 in Peking. Die Teilnehmerin Dale O'Leary fasst in ihrem Buch Die Gender Agenda 5 Thesen zusammen, die im UN-Establishment die Mehrheit haben. Punkt 3 auf der Liste lautet: In der Welt braucht es einen Sexualkundeunterricht für Kinder und Jugendliche, der zu sexuellen Experimenten ermutigt. Es braucht die Abschaffung der Eltern. Gut Ding braucht Weile und hier sind wir. Wer diese Art von Unterricht für sein Kind nicht gutheißt, wird sich bald in einer Zwickmühle befinden.
Ein Fernbleiben des Unterrichts ist strafbar, wodurch auch Eltern die Möglichkeit bekommen, mit den Handschellen, die ihre Kinder im Unterricht verwenden, Bekanntschaft zu machen. Auch wenn es absurd erscheint, es ist Realität. Die gute Nachricht ist, nicht alle Länder folgen der Agenda, die Familie zu zerstören. Somit ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, um unsere Kinder zu schützen, uns emotional und vor allem finanziell abzukoppeln. Die Freiheit, die finanziellen Mittel zu haben, jederzeit das Land verlassen zu können, wenn man es will, ist heutzutage keine Option mehr, sondern ein absolutes Muss. Wie das funktioniert, ist im unten verlinkten Video erklärt. Wenn dir das Video gefallen und dich gleichzeitig geschockt hat, freue ich mich, wenn du das Video teilst, likest und den Kanal abonnierst. Alles Gute und bis zum nächsten Video. Coach Cecil, der Gründer von Matrix-Prinzip, wurde in seiner Kindheit ausgelacht, gedemütigt und rassistisch gemobbt. Er wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf und hatte alles andere als rosige Zukunftsaussichten. Doch dann entdeckte er den wissenschaftlich gesicherten Weg zu dauerhaftem Erfolg. Die Umprogrammierung des retikulären Aktivierungssystems. Mit dieser Erfolgsmethode schaffte er es nachfolgend 6-mal, sein Hobby zum Beruf zu machen. Und nicht nur er, sondern auch tausende Teilnehmer im Matrix-Prinzip. Wie er das geschafft hat, erfährst du im unten verlinkten Video.